Eiskratzen. Einsteigen, Motor starten und dann Eiskratzen. Aber ist das eigentlich erlaubt und schadet es dem Motor? Wir haben bei einer Fachwerkstatt und bei der Polizei nachgefragt. Ja, hallo, mein Name ist Dirk Ehlert vom Automobilservice Ehlert. Heute geht es um das Thema einmal Winterreifen, beziehungsweise wie verhalte ich mich im Winter, beziehungsweise auch Kaltstart von Fahrzeugen und Scheibenkratzen in dieser Zeit. Fangen wir erstmal mit den Winterreifen an. Es ist A und O. Winterreifen sollten eine Mindestprofiltiefe haben von Minimum 4 mm. Alles, was drunter ist, ist als Winterreifen nicht mehr zu gebrauchen. Sollten nicht älter wie 10 Jahre sein, weil sie sonst aushärten und den Grip nicht mehr hergeben, den sie hergeben sollten. Ja, zum anderen Thema ist das Warmlaufen lassen der Fahrzeuge und währenddessen die Scheiben freikratzen. Zum einen wird es mit einer Geldbuße von 80 Euro geahndet. Zum zweiten ist es für den Motor nicht sehr gut. Gerade im Kaltlauf braucht der Motor unwahrscheinlich viel Kraftstoff. Das heißt, wir haben hohe Emissionswerte. Dann lagern sich beim kalten Motor im Kaltstart Kraftstoffteile an der Zylinderwand ab, die somit in den Brennraum mit oder in die Ölwanne mit reingezogen werden und zu einer sogenannten Ölverdünnung führen. Das heißt, das Öl enthält dann nachher letztendlich nicht mehr die Additive, weil sobald der Motor dann warm wird, der Kraftstoff durch den warmen Motor im Öl verdunstet und auch somit die Additive aus dem Öl verschwinden. Somit ist auch klar, dass Kurzstreckenfahrzeuge ein Ölwechsel öfter gemacht werden sollte, das heißt mindestens einmal jährlich, um die Schmierleistung zu gewährleisten. Man sagt ungefähr, dass ein Kaltstart den Motor so belastet wie ca. 10.000 Langstreckenkilometer. Das ist ein Riesenfehler, ein ganz großer Fehler. Der Motor arbeitet nur effizient und von den Abgaswerten und Emissionswerten perfekt, wenn er seine Betriebstemperatur von 80 bis 90 Grad erreicht hat. Externe Standheizungen sind in dem Sinne sehr zu empfehlen, weil zum einen, ich habe den Vorteil, dass der Innenraum aufgeheizt wird, das heißt, die Scheiben werden schon mal frei gemacht. Zum anderen wird der Motor schon mal vorgewärmt. Eine Standheizung ist ähnlich wie zu Hause meine normale Heizung, wird betrieben mit dem Kraftstoff, entweder Benzin oder Diesel, hat eine externe Kraftstoffpumpe, heizt das im Prinzip ab, sobald der Brenner anläuft, dann setzt sich eine elektrische Warmwasser- oder Wasserpumpe in Bewegung, die dann die Zirkulation in dem Kühlmittelkreislauf stattfinden lässt. Wie gesagt, wir haben einen unwahrscheinlich hohen Verschleiß. Der Motor leidet unwahrscheinlich darunter. Ja, es kann zu Motorschäden führen, gerade wenn dann der Ölwechsel rausgezögert wird durch die vielen Kaltstarts oder durch das Kurzstreckenfahren, wo jeder meint, okay, ich fahre ja eh nicht so viel. Daher brauche ich nicht jedes Jahr einen Ölwechsel zu machen. Das ist ein Trugschluss. Wie gesagt, wir haben es da mit Ölverdünnung zu tun. Die Additive gehen aus dem Öl raus. Somit ist der Verschleiß von den Reibungswiderständen im Motor wesentlich höher, als wie wenn der Motor, sag mal, laufen würde unter seiner normalen Betriebstemperatur, wo er am effizientesten läuft und der Kraftstoffverbrauch am geringsten ist und somit auch die Emissionswerte nach unten gehen. Wolfgang Keller, Polizeihauptkommissar von der Polizeidirektion Vogelsberg. Ja, es geht um das Laufenlassen des Motors beim Eiskratzen. Ist das erlaubt? Ja oder nein? Also aus rechtlicher Sicht ist es nicht erlaubt. Aufgrund von der Straßenverkehrsordnung ist es also verboten, unnötigen Lärm zum einen zu verursachen, beziehungsweise unnötige Abgase zu produzieren. Das schreibt also die Straßenverkehrsordnung vor, dass das nicht sein darf. Wer dagegen verstößt, ja, muss mit einem Bußgeld von ca. 80 Euro rechnen. So nach der derzeitigen neuesten Stand der Bußgeldverordnung für den Straßenverkehr. Halt zur Zeit, wir haben heute wieder Schneefall, natürlich soll auch die Bereifung passen. Das Kratzen am Fahrzeug, die Scheiben freikratzen, ist natürlich auch wichtig, dass man alle Scheiben freikratzt, nicht nur einfach das Guckloch macht. Auch da verstößt man gegen die Straßenverkehrsordnung, wenn die Sicht nicht vollständig ist aus dem Fahrzeug raus. Sprich auch toter Winkel vom Spiegel, wo ich über den Schulterblick mir
Sicht verschaffen kann, beziehungsweise einen Überblick verschaffen kann, was tut sich um meinem Auto rum. Und wenn ich dann nur so ein Guckloch habe und fahre morgens los in der Dunkelheit, dann ist natürlich keine Sicht mehr gewahrt und dann kann es natürlich auch zu Unfällen kommen.